Wer kennt es nicht? Die meisten Gaming-Headsets bieten wie gewöhnlich nur minderwertige Audioqualität. Reguläre Kopfhörer hingegen klingen oft annehmbar gut, kommen jedoch ohne Mikrofon daher, was Gaming-Sessions mit anderen etwas schwierig macht. Ein weiteres Szenario: Man ist in der Öffentlichkeit unterwegs, setzt sein Gaming-Headset auf, doch man zieht neugierige, unangenehme Blicke auf sich wegen des zu aggressiven Designs und des herausstehenden Mikrofons. Was wäre, wenn wir dann ein externes Mikrofon an jede denkbare Kopfhörerart anstecken und wieder abnehmen könnten, wenn man wieder ausgehen möchte? In anderen Worten, lassen sich so stinknormale Kopfhörer in ein vielleicht überdurchschnittlich gutes Gaming-Headset verwandeln. Ich präsentiere euch heute somit das SD2420 bzw. Sahara Mic 2 des Herstellers Sahara Gaming. Besonders günstig wäre so eine Anschaffung mit derzeit rund 50 Euro jedoch nicht. Doch tatsächlich steckt für manche eventuell noch mehr hinter dem heutigen Mikro als zunächst vermutet. Neu ist die Idee dahinter allerdings nicht, denn vor Jahren bereits gab es den ein oder anderen vielleicht vergleichbaren Vertretermarkt, doch ein Vergleich ist mir mangels Testexemplaren leider nicht möglich. Das Unboxing-Erlebnis wird uns jedenfalls schon mal etwas interessanter gestaltet. Das Produkt befindet sich samt Zubehör in diesem erstaunlich hochwertigen Köfferchen mit Reißverschluss zum Verstauen und Mitnehmen. Darin verbirgt sich das Mikrofon in Frage, gut verstaut, ein kleines Alkoholreinigungstüchlein samt Kabelclips bzw. Kabelschellen sowie extra Klebeflächen und Reserveteil. Zu guter Letzt natürlich eine kurze Anleitung für ein solch komplexes Produkt. Räumen wir zuerst ein paar technische Aspekte aus dem Weg. Das Sahara Mic 2 oder auch SD2420 wird ganz gewöhnlich ohne große Hexerei per 3,5 mm Klinkenstecker angeschlossen, kann daher mit so gut wie allen Gerätschaften in Verbindung gebracht werden, vom PC, Laptop, Mac bis hin zu Handys und Konsolen, solange man für den passenden Anschluss sorgt. Das erwähne ich absichtlich so, weil manche Geräte, insbesondere viele Notebooks, heutzutage mit nur einem einzigen 3,5 mm Kombi-Anschluss für Headsets daherkommen. Das heißt, es ist in bestimmten Fällen ein Y-Verteilerkabel notwendig, das den Audioausgang sowohl als auch Audioeingang bereitstellt. Zu einem Preis von 50 Euro für dieses Mikro hätte ich es richtig schön gefunden, wenn der Hersteller ein solches Verteilerkabel noch dazugepackt hätte. Von Sahara Gaming angegeben wird eine unidirektionale, also einseitige Richtcharakteristik. Doch in der Praxis ähnelt das SD2420 vielmehr einem omnidirektionalen, blendet daher Hintergrundgeräusche nicht ganz so sauber aus, wie beworben wird, was ich aber für Mikrofone dieser Art nicht weiter schlimm finde. Anders sähe es mit Studio-Mikros aus. Die Kabellänge beträgt hier ca. 3 Meter und die allgemeine Verarbeitungsqualität kann ich durchaus loben. Der Mikrofonarm oder Stängel, wie ich ihn gerne nenne, lässt sich schön flexibel zurechtbiegen. Durch Lösen des ersten Aufsatzes musste ich feststellen, dass alles nicht nur durch ein Gewinde, sondern durch Zusammendrücken einer Feder zusammengehalten wird. So lässt sich zum Beispiel ganz einfach die Position der Halterung stufenlos am Gestänge anpassen und andersrum ausrichten darf man die Halterung daher ebenso. Sprich, man bestimmt also selbst, ob man das Mikrofon gerne am linken oder rechten Hörer anbringt. Wovon ich niemals ein Fan bin, ist Sachen anzukleben. Egal ob jetzt LED-Streifen oder sonst was. Aber eine magnetische Lösung brächte einen hier verständlicherweise auch nicht weiter, da die meisten Kopfhörer, Ohrmuscheln nun mal einfach aus Kunststoff sind. Elegant ist die Lösung also nicht, aber durchaus effektiv. Sobald die Basis der Halterung am Kopfhörer beispielsweise angeklebt ist, steht es uns frei, das Mikrofon im Handumdrehen vom Kopfhörer zu lösen. So trägt man nicht unnötig ein Mikro mit sich, wenn keins vonnöten ist. Nun gut, der mechanische und theoretische Teil hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Bleibt halt nur noch eine Sache zu klären, und zwar wie gut das SD2420 überhaupt klingt. Darum beende ich hiermit die Aufnahme mit meinem Studiomikrofon und wechsle für den Rest des Videos ausschließlich zum Sahara Mic 2. Anpassungen habe ich keinerlei getroffen, also die Aufnahmen wurden in keinster Weise aufpoliert oder verschönert.
Einzig die Lautstärke habe ich leicht angepasst, sodass fürs heutige Video alles im gleichen Lautstärkenpegel eingesprochen wird. Da kann sich nun jeder selber ein Bild von der Klanggüte des SD2420 machen. Wenn ihr meine Meinung dazu hören möchtet, der Klang, er überzeugt mich nicht. Klangtechnisch lässt sich das SD2420 vielleicht leicht über den Durchschnitt von anderen günstigen externen Mikrofonen einstufen. Natürlich muss auch fair geblieben werden, zu einem Preis von 50 Euro ein Mikro in der eher kleinen Größe auf den Markt zu hauen mit ausgesprochen feinem Klang bleibt fürs Erste einfach nur ein Wunschgedanke. Die Größe limitiert da eben doch ein wenig. Allein für den Klang die 50 Euro hinzublättern zahlt sich also mit Sicherheit nicht aus. Mir scheint, als hätte sich der Hersteller Sahara Gaming größtenteils aufs allgemeine Konzept eines ansteckbaren sowie abnehmbaren Mikrofons für jedes noch so erdenkbare Kopfhörerpaar versteift. Ich würde aber dennoch behaupten, dass hiermit eher ein Nischenmarkt angesprochen wird. Quasi ganz nach dem Motto Gamer bei Nacht, Musikhörer bei Tag ohne groß in der Öffentlichkeit aufzufallen. Mit einem Gaming-Headset samt rausstehendem Mikrofon rumzulaufen, sieht vielleicht halt doch etwas dämlich aus und lässt unangenehme Blicke auf sich fallen. Ich hege also gemischte Gefühle für das Sahara Gaming SD2420, kann mich aber doch noch davon überzeugen lassen, dass hier im Großen und Ganzen doch feine Funktionalität geboten wird. Insofern kann ich das Sahara Mic 2 doch noch weiterempfehlen. Für Gaming-Sessions mit Voice-Chats sollte das Ergebnis ausreichen und sicherlich das ein oder andere uns bekannte Mikro übertrumpfen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir hören bald im nächsten Video wieder voneinander.